Okay, ich setze nochmal neu an. Zwei Sachen werden jetzt passieren, meine Freunde. Erstmal einen wunderschönen guten Tag. Zweitens nutzt mein Creator-Code. Yeet! Wir fahren jetzt gemeinsam nach Krefeld in die Venue vom 24-Stunden-Stream. Und dieses Video wird ein anderes Video als sonst, denn ich habe heute nicht Thomas am Start, sondern einer der Bewerber als neuen Cutter bei mir. Ich hoffe, ich habe das richtig formuliert. Oben ist der liebe Sebastian. Ich werde ihn gleich mal ganz kurz introducen, wenn wir da sind. Ich glaube, jetzt gleich gibt es erstmal... Keine Ahnung, gibt's Shots von der Fahrt oder so? Ich weiß es nicht. Er schneidet es. Keine Ahnung, was er macht. Vivi hat mir nichts von Shots von der Fahrt oder so erzählt. Deshalb hier Stock-Footage vom glücklichen Pärchen beim Wandern. Jetzt hat es sich ausgewandert. Let's go! Also, location-wise sieht das richtig fett aus, was wir alles machen können. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten hier. Wir haben eine Retro-Spiele-Ecke, wir haben ein paar Kochsegmente drin, wir haben was Handwerkliches drin, wir haben Konsole, es gibt auch noch ein paar Preise sowas zu gewinnen, aber da komme ich, wie gesagt, später nochmal drauf zu sprechen. Erstmal möchte ich dir ganz kurz jemand vorstellen, den Boy, den Sebastian. Der Volker meinst du, oder? Achso. Hey Volker, voll schön, dass du hier bist, Mann. Sebastian ist heute quasi Praktikant, bitte mal. Sebastian ist einer der drei Bewerber, die sich hier als Cutter beworben haben und nimmt das Ganze heute so ein bisschen mit. Und ich habe ja gesagt, dass ich mit jedem quasi so einen Tag verbringe und... Ich habe mir ein bisschen was Romantischeres vorgestellt, um ehrlich zu sein. Ja, was ich meine, das ist halt Date Night, Leute, und wir gehen am Ende noch schön in die Therme und dann in die Sauna, dann wird es richtig nice. Hoffe ich doch. Tag, da ist der Sebastian. Dann ist erstmal Funkstelle. Haben wir mal alles geklärt. Wir haben jetzt erstmal kurz ein Meeting und dann gibt es gleich nochmal eine ganz kurze Roomtour, wo ich so ein bisschen erkläre, was wir dann so wirklich im Stream machen. Es wird auf jeden Fall echt krass, weil wir halt wirklich eine riesige Produktion dahinter stehen haben. Also wir haben das letzte Mal ja alles selber gemacht im UFO, aber dieses Mal ist es halt wirklich richtig krass professionalisiert. Wir haben kranke Gäste da, wir haben kranke Live-Acts und sowas vor. Das wird auf jeden Fall nochmal eine Stufe krasser, als sonst das Ding gewesen ist. Und wie gesagt, nicht vergessen, 21.04. um 18 Uhr. Ihr habt wahrscheinlich schon über diese Einblendung gesehen, die Thomas hoffentlich bis dahin fertig gemacht hat. Ich glaube schon. Wie gesagt, bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich mega drauf. Ich mach jetzt erstmal ein Meeting. Okay, jetzt bist du richtig scharf. Geil. Anziehen. Meeting lief richtig gut. Wir haben auf jeden Fall einiges an Sachen jetzt abgecheckt. Wir haben super viele Möglichkeiten. Beispielsweise so eine Tanzmaschine, die wir nutzen können. Also wie gesagt, ich will den Stream relativ offen und cool gestalten. Hier kann man so Fortnite-Standard-Tänze und sowas machen. Wir haben eine HTC Vive da, also das heißt, wir haben VR-Kram, wir haben Tischkicker, wir haben hinten eine komplette Retro-Ecke, wir haben eine riesige Bar, wir haben Live-Musik, also es wird auf jeden Fall ein ziemlich krasser Stream. Wir haben auf jeden Fall super, super viele Gäste vor Ort. Ich habe an die 50 Leute, glaube ich, angefragt und davon hat auch ein Großteil zugesagt, was ich ganz nice finde. Ich zeige euch mal kurz, was wir so quasi geplant haben. Hier ist so ein bisschen Gesellschaftsspiele-Area, also halt hier Looping Louie und sowas, was hier auch gespielt werden kann. Liebe dieses Gamer, liebe dieses Gamer. Hier kommt quasi ein riesiger Couchbereich hin. Das heißt, hier werden Konsolenspiele gespielt, später auch Horrorgames mit Saftigem Smooth zusammen. Dann kommt da vorne in die Ecke, da kommt er auch mal ganz kurz hinlaufen. Das ist überdunkel, Alter. Darkroom. Darkroom-Feeling hier. Kommt ja doch noch ein bisschen Romantik auf. Absolut, Digga. Ich bin todesgeil gerade. Hier kommt auf jeden Fall dann eine komplette Interactive-Ecke hin. Einmal für Live-Musik, also wir werden wieder einen DJ vor Ort haben, wir werden einen Live-Musiker vor Ort haben. Dann machen wir auf jeden Fall wieder ein Kochsegment von der Stunde. Dann kommen hier quasi einmal die ganzen normalen Games, die hier gespielt werden, sprich Minecraft, Fortnite, CSGO und sowas. Auch gerne mit euch wieder zusammen, finde ich auch ganz cool. Hier vorne ist dann quasi so die Main Area, so die Caster-Ecke, wo ich dann einfach so die Anmoderation machen werde und euch einfach erkläre. Hey Leute, jetzt gibt's das und das, das wird super, es macht so viel Spaß. Genau das, dann kommen da irgendwie noch die ganzen Preise hin. Also wir haben mad viele Preise. Wir haben Handys, die wir verlosen, wir haben Spielekonsolen, die wir verlosen, wir haben Games, die wir verlosen, wir haben komplette Kühlschränke, wir haben Gutscheincodes für Spiele, also es ist wirklich so viel an Sponsoren und so zusammengekommen. Der Stream wird nicht komplett werbelastig sein, aber wir haben halt sehr viele Sponsoren, die einfach gesagt haben, ey, Sachpreise, sowas geben wir gerne. Da auf jeden Fall auch ein Shoutout an Red Bull, Nintendo, Call of Duty, Activision und auch die ganzen anderen Leute, die da wirklich was zusammengetragen haben. Das ist mega, mega fett. Hier vorne haben wir dann noch einmal dieses kleine Studio, was dann einfach so als
Rückzugsecke und Gangbang-Raum benutzt wird. Also hier wird alles schwarz abgehangen, hier kommt eine Folie auf den Boden, vorne steht ein Eimer Gleitgel, wird richtig nice. Das Stuhl hier wird wahrscheinlich so eine Art Schlafsaal werden, also wir werden hier Couchen oder Feldbetten aufstellen, also an die Leute, die pennen, Grüße gehen raus an Schwendi und Peter. Das wird euer Schlafzimmer hier werden an der Stelle, ist deutlich besser als letztes Jahr, da hatten wir nämlich ein Hotel. Dieses Jahr sparen wir Kosten und lassen wir hier einfach pennen. Die Stühle kann man auch echt nice anwinkeln, also das passt auch, das ist ein super bequem und toll ergonomisch für den Rücken. Und jetzt wird es ganz cool, denn wir gehen mal hier vorne vor, Leute. Hier haben wir quasi ein Kino, Leute. Noch nicht klar, ich muss das noch ein bisschen abchecken, aber vielleicht verlose ich 20 Plätze für Zuschauer, die quasi hier live sitzen können und sich das Ganze live hier anschauen können. Dann haben wir hier vorne noch was richtig Cooles tatsächlich. Einen Aufzug, den habe ich noch gar nicht gesehen. Wow. Cool. Wow. Wow. Hier kommt ein... Ja, also was heißt es kommt, der ist schon da, der Ergotisch, ne? Hier ist ein Ergotisch, wo man halt richtig cool miteinander zocken kann und hier wird es so ein Retro-Spiele-Segment geben, einen Sturm machen zusammen. Wir werden auf jeden Fall noch unser Dart spielen und sowas. Also es gibt halt so viele coole Sachen, die wir machen können. Hier vorne ist ein Retro-Automat und was ich richtig, richtig geil finde, ist halt hier einmal diese Motorräder, die wir halt auch im Stream benutzen können. Die sind dann alle an, das ist dann wie so eine kleine Arcade hier. Es ist unglaublich umfangreich, was wir für Möglichkeiten haben. Der Stream wird so krass überladen sein. Und ich erkläre euch gleich nochmal, wenn wir back im Office sind, was eigentlich so der ganze Hintergrund ist und wo wir ungefähr mit dem Stream hinwollen, was wir machen wollen und vor allen Dingen, wo das Geld dann hingeht. Das erkläre ich euch gleich. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Bist du bereit? Ja. Beyond Meat. Du hast ihn ja schon mal probiert, aber... Genau. Nicht so Schock für dich. Kinas, wir haben uns Beyond Meat bestellt. Das ist ein veganes Burger Patty, was ähnlich schmeckt wie Rindfleisch, beziehungsweise fast genauso, aber halt aus Pflanzen und Sojaprotein besteht. Das hat auch gar nichts mit dem Stream und dem eigentlichen Video zu tun, aber ich dachte, es wäre ganz nice, indem ich euch darüber aufkläre, dass tatsächlich es sehr gute Ersatzprodukte gibt, die extrem nice schmecken. Es ist schon ziemlich nah dran. Das Ding ist, ich habe ja zwischendurch immer mal wieder Fleisch gegessen, so, aber bei dir ist es schon richtig lange her, ne? 6 Jahre. Ich möchte mal wissen, wie ein Non-Fleischesser, also quasi Veganer, darauf reagiert. Ja. Hast du manuell einen Fokus drin? Wir müssten eigentlich hinkriegen, ansonsten drücken wir einfach halb durch, so. Oh, ich hab aufgehört aufzunehmen, aber passt schon. Red mich weiter. Ich habe den Moment, wo du reinbeißt, einfach nicht aufgenommen. Ist okay. Tastatur, okay. Gut, ich hab wieder abgebrochen. Nee, es passt schon. Wir brauchen das nicht faken. Wie schmeckt's? Es schmeckt echt krass nach Fleisch. Also so wie ich es mir zumindest noch vorstelle von vor 6 Jahren. Aber magst du's? Oder bist du so entwöhnt, dass du sagst, gar keinen Bock mehr? Ich hab's vermisst sogar, glaube ich, ja. Crazy, okay, nice. Also sonst so vegane Burger... Immer halt Gemüse, ne? Ja. Sonst was, ja. Ganz anders als das, auch geil so, aber es ist halt was anderes, ne? Jetzt kommt nämlich die Überraschung. Es war tatsächlich... Menschenfleisch. Willkommen bei Mein Bester Streich, Leute. Herzlich willkommen bei Mein Bester Streich. Bei ProSieben, Leute. Schlaf gut. Ich hab mir echt das einmal gepennt, wa? Also nicht über Nacht, ich hab einfach mal hier Mittagsschlaf gehalten. Hey, Mittagsschlaf ist bester. Powernap so 20 Minuten. Powerfap 20 Minuten. Aber ich 20 Minuten. Ich wollte gerade sagen, richtig 20 Minuten. Durchfahren. Also, Kenas, Essen war maximal nice, es hat auf jeden Fall geschmeckt und jetzt gibt es noch eine kleine Ankündigung. Wir haben tatsächlich einen sehr großzügigen Partner an Land ziehen können, und zwar Dainesign, die uns mit einer sehr, sehr großzügigen Spende unterstützt haben, also sehr, sehr großzügig. Wir reden hier von mehreren 1.000 Euro, Leute, das ist schon echt eine Menge, die auf unsere Spendensumme quasi on top nochmal drauf kommen und die haben eine kleine Aktion mit uns gelaunt. Ich habe nämlich mit Jody eine eigene Handyhülle designt, die seht ihr einmal hier, das ist unser official 24 Stunden Charity Livestream Merch, die hovert hier so richtig nice, also ich weiß nicht, kannst du das? Ja. Super. Die hovert hier auf jeden Fall irgendwo und die sieht super, super geil aus. Also kauft ihr auf jeden Fall. Wenn ihr nämlich Bock habt, den Stream mit zusätzlich zu unterstützen, wenn ihr neue Handyhülle braucht, wie gesagt, ist extrem schönes Design. Haben wir komplett selber gezeichnet am Zeichentablet und am PC gemacht. Das ist handmade, Leute, ja. Und 5 Euro dieser Handyhülle gehen dann quasi immer in uns. Das heißt, wenn ihr eine Handyhülle kauft, die kosten unterschiedlich viel. Für ein iPhone deutlich mehr, glaube ich, wie für ein normales Handy. Das ist halt Apple, ne? Jedenfalls ist das halt so, dass immer 5 Euro fix an uns da gehen und es wäre sau nice, wenn ihr auf jeden Fall mal in die Beschreibung schaut und da schon mal dick reinkoppt, Leute, und euch eine Handyhülle gönnt. Das wäre echt extrem nice. Du verdienst nichts daran. Und ich verdiene natürlich nichts daran. Also nochmal, kein Placement, ist für den Stream, ist Charity, ich kriege kein Geld. Haben wir das auch geklärt. Und jetzt erzählt euch Revi auf dem Stuhl, was im Stream so abgeht. Ach, und bevor ich es vergesse, jetzt bevor wir zu Revi auf dem Stuhl kommen, Leute, nochmal ein riesiges Danke an Red Bull, die kompletten Produktionskosten für diesen Stream, und das ist echt eine Menge, weil die Location ist sehr teuer, das Personal ist sehr teuer, die Kameramiete, das kostet alles echt wirklich viel Geld. Mega fettes Danke an Red Bull, dass die einfach den kompletten Stream einfach mal sponsern und uns da so großzügig unterstützen und auch ein paar Dosen vorbeibringen. Dankeschön, Leute. Und jetzt, Revi,
Du ja, Tegen unter Stuhl. Willst du so nah jetzt an mich ran? Ich bin gar nicht so nah. Was? Ich bin. Du bist, glaube ich, komplett weit. Ich glaube, du bist ziemlich nah. Nein. Okay, ich geh mal ein bisschen nach hinten. Also, wir haben gegessen, wir haben gespeist, wir haben geredet. Es war nice. Kurze Info für euch. Also, ich habe es ja vielleicht schon angekündigt, vielleicht habe ich es noch nicht angekündigt. Wir haben einen eigenen Verein gegründet. Gegründet. Cosmic Companions e.V. E.V., Bruder. Auf deinen Nacken. Wir haben uns einen Verein gegründet und dieser Verein ist ein Charity-Verein. Gegründet haben den Tadel, Adi, Luna, Volkan, Kim und ich. Und Tillmann. Tillmann ist auch noch jemand, der im Charity-Bereich sehr viel tätig ist und der auch beim letzten Stream extrem gut mitgeholfen hat. Und wir haben quasi diesen Verein gegründet, weil wir gemerkt haben, okay, bei Tangeni Shilongo kommt so viel Geld an. Volkan, sei ehrlich, man kann es nicht alles bei Tangeni Shilongo ausgeben, oder? Also Tangeni Shilongo ist ja das Projekt hier aus Namibia. Vielleicht gibt es hier nochmal ganz kurz was zu sehen. Oh! Hey Leute, da habt ihr mich wohl gerade an meiner stündlichen Sporteinheit erwischt. Können wir nicht reinschneiden, oder? Ist ja voll peinlich. I hate this chair. Mein Herz, ey, es war so schön. Jedenfalls ist es halt so, dass wir letztes Jahr 56.000 Euro zusammenbekommen haben. Da haben wir, wie gesagt, Container für gekauft und Schulmaterialien und eine Küche konnte dadurch realisiert werden und sowas. Das ist ja der Verein von Volkan Tangeni Shilongo, das verarbeitet ja quasi alles eher. Dann ist uns aufgefallen, okay, das ist so viel Geld für so ein kleines Projekt wie Tangeni Shilongo, ist das eigentlich ein bisschen too much, weil man das echt stückeln muss und auch jede Ausgabe immer wieder rechtfertigen muss. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir gründen eine große Dachorganisation quasi für den Charity-Verein und teilen das dann auf Projekte, die uns zusagen, auf. Und so werden wir es jetzt auch im Stream machen, denn wir werden hingehen und ein Teil des Geldes wird an Tangeni Shilongo geben, ein Teil des Geldes wird an ein Tierheim hier in Köln gehen und ein weiterer Teil wird an ein Umweltprojekt, welches wir noch nicht so hundertprozentig festgelegt haben, hier in Köln gehen. Das werden wir aber bis zum Stream auf jeden Fall stehen haben. Ebenso wie auch das Tierheim, welches dann genau benannt wird. Wir schauen uns da gerade ein bisschen um, weil wir halt einfach nicht nur den Aspekt Entwicklung in Afrika abdecken möchten, sondern auch ein paar regionale Sachen. So soll das quasi ablaufen. Alle Spenden, die ihr sammelt, werden dann quasi in dieser Organisation, in Cosmic Companions gesammelt und dann auch sehr transparent natürlich an diese Organisation wieder weitergegeben. Also da bleibt nichts bei uns hängen oder sowas. Das geht natürlich alles zu 100% an die Organisation, bei der wir Brevo und Segel auch. Ja, das ist quasi der Plan für den Charity-Livestream. Was soll ich anders sagen, als wir haben sehr, sehr viele Gäste. Ich kann ja noch mal ganz kurz in meine kleine Tabelle hier schauen, wer schon alles bestätigt hat. Also zugesagt haben bis jetzt unter anderem Jody Mo, Sturmwaffel Izzy, Thomas kommt natürlich auch, Saraza eventuell, weiß ich noch nicht, Barid und Spendi, Monte schafft es wahrscheinlich nicht, hat er gesagt, maybe kommt er spontan vorbei, Kelly kommt auf jeden Fall, Rezo kommt auf jeden Fall, Annie Zedak kommt, Michael Adrian, Annika, Ju vielleicht auch, Dagi B kommt auch abends tatsächlich noch vorbei, Jengis kommt vorbei, Jan kommt vorbei, Kilian kommt vorbei, Standard Skill ist auch nicht so hundertprozentig safe, Toni Pirosa und Nia kommt vorbei, Hori und Halbzwilling kommt vorbei, iCrimes kommt vorbei, Evive maybe auch. An der Stelle auch nochmal, wie gesagt, ein Aufruf, falls ich irgendwen von den ganzen Influencer-Menschen vergessen haben sollte, was gerne mal passiert bei mir, weil ich einfach ein sehr zerstreuter Mensch bin, beschwere dich bitte in den Kommentaren, warum ihr nicht eingeladen worden seid. Also ich rede von Leuten, die ich wirklich kenne. Also ich fühle nicht alle angesprochen. Bezüglich der Geschichte, ob man jetzt im Kino sitzen kann oder nicht, das checken wir, glaube ich, noch ab, ne? Ja. Da gibt es auf jeden Fall die Tage nochmal News zu. Und für alle Leute, die Bock haben, mich auf der TwitchCon zu sehen, ich bin auf der TwitchCon, ey, folgt mir auf Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Da kann ich euch auf jeden Fall sagen, wo ihr mich wann treffen könnt. Es gibt so, glaube ich, zwei, drei Panels, die ich mache und einen so einen Bühnentalk irgendwie. Und sonst renne ich da irgendwie einfach random rum und bespuck Leute, so wie auf der Gamescom. Lasst auf jeden Fall auch dickes Feedback für Sebastian da. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr das alles so gefunden habt, was ihr gemacht habt. Ja, ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt. Deine Sachen sind natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt die auf jeden Fall mal aus. Danke, dass du dabei gewesen bist, Sebastian. Es war sehr schön. Gerne. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Und ja, es folgen noch zwei weitere Videos mit den Bewerbern. Also, nicht vergessen, 24. 21. 21. auf den 22. 21. erst. Ach, ich hab. 21. Schlaganfall, Alter. Ostersonntag auf Ostermontag, 24-Stunden-Stream, 18 Uhr geht's los, meine Freunde. twitch.tv/revinzeit. Aber ihr seht es hier schon immer hier unten eingeblendet, diesen ganzen Dingern. Das war's von diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, folgt mir Instagram, Twitter, pipapo, alles in der Beschreibung. Tschüss.